I wish I could cross my arms and cross your mind, 'cause I believe you'd unfold your paper heart and wear it on your sleeve. All my life I wish I broke mirrors instead of promises, 'cause all I see is a shattered conscience staring right back at me. Die Geschichte von der Schaukel begann ja eigentlich schon zu Beginn der Session der Freaks, als ich mal ein Video auf YouTube gesehen habe. Und ich habe immer gesagt, dieses Element, das will ich unbedingt machen. Und auch genauso wie beim Vierstock haben wir uns heuer das Ziel gesetzt, das wollen wir schaffen. Auch hier wussten wir wirklich nicht, wie wir anfangen sollten. Wir haben einfach mal versucht, dass ich mich auf zwei Kästen stelle. Und es ist dann auch eigentlich ganz schnell gelungen, also wir haben wirklich große Fortschritte gemerkt und von Training zu Training wurde das immer stabiler, immer besser. Jedes Mal war dieses Element einer meiner größten Momente. Fate looks sharp, severs all my ties, and breaks whatever doesn't bend. But sadly then, all my heavy hopes just pull me back down again. Jedoch gab es einmal einen kleinen Zwischenfall, da hatte ich einen kleinen Blackout. Und zwar war das Ziel, dass die Hanna einen Salto springt, bei 3, und ich habe bei 2 schon ausgelassen. Und in dem Moment, als ich ausgelassen habe, wusste ich, scheiße, irgendwas passt hier nicht, und griff wieder nach und habe sie dann in der Luft wieder gefangen. Boah, es war wirklich, wirklich ein schrecklicher Moment. Ich glaube, so früh haben wir noch nie begonnen, für Schaubeine zu trainieren, aber es war die schwierigste Nummer, die wir bis jetzt erstellt haben. Es war auch vom Aufwand sehr, sehr enorm. Also ich glaube, ich habe noch nie jeden Takt ausgezählt, damit ich Schritt für Schritt weiß, was wer zu welchem Zeitpunkt macht. Und wir haben dann auch ein eigenes Choreoskript erstellt für jede Person. Und ich denke, das hat man dann auch gemerkt. Natürlich mussten dafür viele Trainingsstunden genommen werden und wir mussten sehr viel Choreos lernen. Es war ziemlich hart. Als uns Ossi das erste Mal die Musik vom Schautunnel vorspielte, wussten wir sofort, dass das eine super Show werden wird und wir da eine Bomben-Choreo dazu machen können. Und ja, die Freude war natürlich riesig.